Ich möchte mit dir über die provokativste, skandalöseste Predigt sprechen, die unser Herr Jesus jemals, zumindest auf seiner irdischen Zeit hier, gehalten hat und die uns das Neue Testament berichtet. Weißt du, ich glaube persönlich, Jesus war komplett anders, als uns so diese christlichen Filme oder sowas das so vormalen, wie er gewesen sein könnte. Und wahrscheinlich auch ganz anders, als wir uns das vorstellen. Zuerst mal, er war Jude, ne? Er war auch beschnitten. Und er sah so aus, wie die Leute um ihn herum wahrscheinlich ausgesehen haben. Ähnlich gekleidet und so weiter. Er gehörte dazu. Ja, und er kam aus einer jetzt nicht ganz so reichen Gegend, da in Galiläa. Er war Handwerker. Er hatte vielleicht 15 Jahre oder länger als Zimmermann gearbeitet. Der hatte Muckis. Ja, das war nicht so eine durchscheinende Gestalt. Das war ein ganz normaler Handwerker, der mit den Jungs damals, gerade mit diesen Fischern und mit diesen Leuten, einfach gut zurechtkommen konnte. Und gleichzeitig hatte er etwas Königliches, eine gigantische Autorität. Er hatte etwas, was die Leute angezogen hat in Scharen. Anders als wir vielleicht denken, war er auch ziemlich provokativ. Da muss man ein bisschen einsteigen in die Berichterstattung, dann merkst du das. Beispielsweise berichtet uns das Neue Testament über die Situationen während des Laubhüttenfestes in Jerusalem. Das war das letzte Laubhüttenfest, bevor er dann ein halbes Jahr später dann am Kreuz starb. Ne, zum Passafest. Und er hat da richtig für Stress gesorgt. Er hat richtig Unruhe verursacht. Es war herausfordernd. Er hat provoziert. Wenn man das so in den Zusammenhang liest, sich bewusst macht, wie das Fest da gelaufen ist, was da eigentlich abging, dann merkst du das, wie er zum einen sich als Messias dargestellt hat und zum anderen einfach hochprovokativ da wirklich diese geistliche Obrigkeit konfrontiert hat. Ich werde demnächst mal darüber sprechen, weil das ist echt interessant. Ja? Oder beispielsweise, er hat diese Händler aus dem Tempel getrieben. Nun, die durften da sein. Ja? Die haben die Opfertiere verkauft, die dann eben dargebracht worden sind. Und ich meine, das Tempelareal war riesig. Er war ja nicht im Tempel, im eigentlichen Tempel, sondern es waren in diesen Vorhöfen drumherum, in den Säulenhallen und so weiter. Da waren ja auch teilweise unterirdische Räume und Hallen. Und da hat er für Ordnung gesorgt, was einfach ein Skandal war. Das gab es nicht. Ja? Das war wirklich eine echte Provokation. Und das hat dazu geführt, dass die Obrigkeit, man beachte dieses schöne Wort, diese Obrigkeit wirklich Stress mit ihm hatte. Richtig Stress mit ihm hatte und ihn tatsächlich dann auch umbringen wollte. Ne? Also Jesus war schon jemand, der durchaus provokativ vorangegangen ist. Ne? Also es gibt ja Leute, die lesen irgendwann mal die Bergpredigt und denken so, okay, das ist das, was Jesus gesagt hat. Und dann erzählen, der war ein großer Lehrer der Menschheit und irgendwelches Geschwafel. Ich sag dir, wer auf dem Level Jesus beurteilt, der hat niemals seine Reden in den Evangelien wirklich mal gelesen, was er da teilweise raushaut. Ja, gerade über die Hölle, über ewige Verdammnis, über solche Sachen, über Gericht, das ist der wirklich schockierend. Ne? Extrem deutlich. Also wenn man sich die Reden Jesu anschaut, echt provokativ. Jesus war provokativ. Ich meine, die ganze Situation ist ja hochprovokativ. Gott wird Mensch. Ja, das haben wir alle so gelernt und verstanden und akzeptiert, aber im Grunde genommen ist das etwas, was natürlich für den Nicht-Christen ein blanker Nonsens ist. Wie kann sowas sein? Wie soll sowas sein? Ja, Jungfrauengeburt natürlich. Ja, es ist eine Provokation. Der Glaube an und für sich ist eine Provokation. Ne? Dann ist er ganz biologisch, wie jeder andere von uns, durch eine Schwangerschaft ins Leben gekommen. Ne? War ein Baby, war ein Kleinkind, hat sich entwickelt. Irgendwann hat er dann als Zimmermann gearbeitet, ganz offensichtlich oder wahrscheinlich im Geschäft von deinem Vater, ja, weiß man natürlich nicht.
Ne? Aber eben ganz normal. Vielleicht war er unternehmerisch drauf. Kann durchaus sein. Auf jeden Fall war er ein Handwerker. Ne? Das heißt, ein Zimmermann ist jemand, der muss schon ordentlich kalkulieren können und im Kopf rechnen können und sich mit Geometrie auskennen und so weiter. Und das konnte er. Gut. Wenn wir uns jetzt so mal ab dem Zeitpunkt, wo er wahrscheinlich oder im Alter von 30 Jahren zum Jordan ging, der Heilige Geist in der Form von dieser Taube auf ihn kam, nach der Taufe von Johannes, und er dann in die Wüste gegangen ist, wenn wir uns von da an einfach mal so ganz im Schnelldurchgang seinen Dienst anschauen, dann geht man ja davon aus, dass das 3,5 Jahre sind. 3,5 Jahre Dienst, den Jesus macht. Den schauen wir uns mal im ganz schnellen Zeitraffer an. Ne? Also, Taufe am Jordan, er wird vom Heiligen Geist in die Wüste getrieben, da vom Teufel versucht und dann nach 40 Tagen kommt er in der Kraft des Geistes zurück. Und in dieser Kraft des Geistes, direkt nach dieser Wüstenphase, geht er in seinen Dienst hinein und der Dienst startet mit der Hochzeit von Kana. Es ist extrem interessant und auch prophetisch. Dein erstes Wunder ist eine Hochzeit. Und dein erstes Wunder ist Verwandlung von Wasser in Wein. Hochprophetisch, ganz cool. Ja? Und bald schon beruft er die Jünger und fängt an, einfach predigend umherzuziehen. Einfach von Ort zu Ort. Irgendwann hat er dann in Kapernaum am See Genezareth seine Hauptbase gehabt und ist von da aus einfach überall rumgezogen, hat gedient, hat gepredigt, hat verkündigt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist, hat Kranke geheilt, Menschen gesegnet, Dämonen ausgetrieben und so weiter, was wir natürlich alles lesen können. Weißt du, man sagt, dass ein Priester mit 30 Jahren seinen Dienst begonnen hat. Ja, also mit 30 Jahren, er musste 30 Jahre alt sein, bevor er überhaupt seinen richtigen priesterlichen Dienst starten konnte. So, und ich persönlich glaube, kann man natürlich nicht verifizieren, dass er an seinem 30. Geburtstag da am Jordan stand. Da bin ich persönlich eigentlich von überzeugt. So, er ging dann weiter und predigte, die Jünger waren dabei und wie wir es einfach so lesen in den Evangelien. Ne? Und dann erscholl immer mehr die Kunde von ihm. Ja, es war eben nicht nur irgendein Wanderrabbi mit ein paar Männchen, die mit ihm gewesen sind, sondern da war was anderes. Da war eine Power, da war eine Autorität, da wurden Leute tatsächlich frei. Ne? Psychisch, physisch, von dämonischen Kräften und so weiter. Seine Kunde erscholl relativ schnell. Ne? Und er wurde bekannt. Und das Ganze war ja eigentlich aus winzigsten, kleinsten Anfängen. Ne? Vor der Hochzeit zu Kana kannten ihn eben seine Leute da in Nazareth, seine Verwandten und so weiter. Also die Bibel berichtet nicht, dass er irgendwie aufgefallen ist, dass er irgendwas gemacht hat. Ja, er war als 12-Jähriger im Tempel. Das ist das Einzige, was berichtet wird. Ansonsten ist da nichts. Ne? Sondern es heißt dann an, startet damit, dass er, wie gesagt, dort zum Jordan gegangen ist, im Alter von 30 Jahren. Die Leute waren jetzt natürlich begeistert. Sie wurden geheilt. Ja, vielleicht wurden sie von Unfruchtbarkeit frei. Ja, da waren Aussätzige, die wurden geheilt. Da wurden Leute einfach von irgendwelcher Bedrängnis, von Not, von Situationen, die ihnen gefährlich waren, geheilt, befreit, gerettet. Und dann haben die Leute als Dankbarkeit Geld gegeben. Sie haben ihn eingeladen, sie sind ihm hinterhergelaufen, sie haben ihm Geschenke gegeben, was auch immer. Und irgendjemand musste sich darum kümmern. Und dann haben sie so eine Art Schatzmeister gehabt, der die Dinge, die einfach gegeben worden sind, ja, entgegengenommen hat. Ein Kassenwart. Ne? Und dann merkst du, dass Jesus nicht im System dieser Welt war. Denn wem hat er das gegeben? Judas. Und die Bibel berichtet eindeutig, dass er wusste, dass Judas ein Dieb war. Nun, wenn du in einer Gemeinde bist, es ist keine gute Idee, ja, einen Dieb zum Kassenwart zu machen oder einen Dieb über die Kasse zu setzen, wirklich über die Finanzen zu setzen, ist keine gute Idee. Aber Jesus hat das einfach gemacht, weil er überhaupt nicht vom System abhängig war. Das lief auf einem völlig anderen Level.
Johannes 12, Vers 4. Es sagt aber Judas, der Ischariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Oha! Also, Jesus hat sich in dieser ganzen Phase, wo die Jünger dann da waren und wo der Dienst sich langsam entfaltet hat, ausgerechnet einen Dieb zum Schatzmeister gemacht. Dann wuchs seine Beliebtheit. Das siehst du ganz deutlich, wenn du in den Evangelien, wenn du das vergleichst, wenn du das zusammenstellst, wie das immer mehr gewachsen ist. Ne? Ich sag mal so, die Besucherzahlen wuchsen. Ja? Es geschahen mehr Wunder. Immer wieder ging er in Orte und dann heißt es, alle wurden geheilt. Alle wurden befreit. Muss man diesbezüglich die Evangelien lesen. Sehr interessant, die Apostelgeschichte übrigens auch. Alle wurden geheilt. Ich glaube, es gab auch mehr Spenden, ja? Mehr Leute, mehr Bekanntheit, mehr Publicity. Und da war richtig Dynamik drin. Wir lesen beispielsweise, ich habe nur so ein paar Bibelstellen mal rausgesucht, Lukas 5, Vers 15. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen. Eine große Menge zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Weißt du was? Wenn die Bibel von einer großen Menge spricht, dann meint sie eine große Menge. Okay? Ne? Viele. Matthäus 4, Vers 24. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Also das ist jetzt schon Ausland. Ne? Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftete, besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Matthäus 14, 35. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Umgebung und brachten alle Leidenden zu ihm. Matthäus 21, 10. Als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Hey, auf dem Level sind wir noch nicht. Dass, weil irgendetwas in unseren Gemeinden passiert oder in unseren Diensten, die ganze Stadt in Bewegung kommt. Ja, da kommen wir noch hin. Ich glaube es. Lukas 6, Vers 19. Und die ganze Volksmenge suchte, ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Heißt, wer ihn angerührt hat, wurde geheilt, weil Kraft von ihm ausging. Ja? So, in dieser ganzen Situation, in dieser ganzen Phase, diese Dynamik, ja, das war grandios. Im ganzen Land redete man von ihm. Überall kannte man ihn. Da wurde gemunkelt und geraunt. Selbst der Herrscher hat gesagt, er wollte ihn schon mal kennenlernen, wollte mal was hören, war interessiert dran. Ja? Und nach unserem Verständnis, nach unserem heutigen Denken, sagen wir, ja super, grandios, Erfolg. Ha, die Marketingstrategien funktionieren. Ja? Das wird ja immer besser. Wir sind auf der Erfolgswelle. Ja? Es steigt, die Finanzen sind super, alles entwickelt sich fantastisch. Ja? Irgendwann kannte jeder seinen Namen. Erst in der Region, dann im ganzen Land, dann im Ausland. Die Beliebtheitsskala stieg immer mehr nach oben. Und dann heißt es, man wollte ihn sogar zum König machen. Aha. Notfalls gewaltsam. Das ist sehr interessant. Bei der Speisung der 5000 lesen wir, Johannes 6, Abvers 14. Als nun die Leute das Zeichen sahen, nämlich diese Speisung, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll, also der Messias. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Die Leute wollten ihn packen, sie wollten ihn zum König machen, sie wollten endlich ihren Erlöser, ihren Erretter. Sie hatten diese Situation mit den verhassten Römern. Sie warteten auf den Messias, der sie befreit, der die Römer aus dem Land treibt, der ein mächtiges Königreich Israel wie zur Zeit David wiederherstellt. Das war ihre Erwartung. Und da war er, der war so beliebt. Das muss der Richtige sein. Ja, absolut grandios.
Und ich persönlich glaube auch, dass die Jünger genauso dachten, dass die genauso drauf waren. Das liest du manchmal so ein bisschen, ja? Ja, wenn du in deinem Königreich bist, wollen wir rechts und links von dir sitzen und so weiter. Diese Sachen. Sie dachten, er kommt als siegreicher Messias und als König, um sein Königreich aufzurichten. Und es ging so in die richtige Richtung. Es war so klasse, Halleluja, Segen, Versorgung, Wunder, Errettung. Ja, und sie malten sich schon aus, wie das sein würde und sein könnte. Ach, klasse. Ne? Und dann, als er den Beliebtheitshöhepunkt erreicht hatte, hält er eine Predigt. In dem Moment hält er eine einzige Predigt. Diese Predigt schrottet seinen Dienst, seine Beliebtheit, alles. Alles, was da ach so toll erarbeitet worden war, wird mit einer Predigt zunichte gemacht. Cool, ne? Er war nicht im System. Er hat nicht nach unseren tollen Fundraising- und Marketingstrategien funktioniert. Er war anders. Halleluja übrigens dazu. Ja? Er machte sich durch diese Predigt zur Unperson. Zu jemand, mit dem man nichts zu tun haben wollte, nicht durfte. Ja? Wer mit dem in Verbindung gebracht wurde, huch, Hilfe. Ne? Die Beliebtheitsskala sank fast auf null. Worst case. Ne? Worst case. Der Dienst war am Ende, so sah es aus. Ne? Und dann heißt es in Johannes 6, Vers 66, sehr, sehr interessanter Bibelvers, ne? 6, Vers 66, dass sie alle gingen. Alle gingen. Vorher waren da Massen von Leuten, die mit ihm gegangen sind. Fans, Bewunderer. Leute, die vielleicht auch was werden wollten in seinem Königreich. Ne? Die Wunder erleben wollten, Neugierige. Ja, die einfach das miterleben wollten. Und dann kam diese Predigt. Und alle gingen. Und alle gingen. Und hinterher blieben diese 12 People übrig. Diese 12, die wir als Jünger, als Apostel kennen. Die blieben übrig. Ne? Und darunter war der Dieb. Eine skandalöse, beleidigende Predigt. Vollkommen daneben. Hochprovokativ. Ein Schlag ins Gesicht. Ja, und zwar nicht nur für die Pharisäer oder irgendwelche Religiösen, sondern weißt du was? Es war ein Schlag ins Gesicht für jeden, der sie gehört hat. Es war wirklich eine Beleidigung. Und ich glaube, dass es auch für die 12 People, die da noch geblieben sind, genauso eine Beleidigung war. Genauso eine Provokation war. Um was ging's? Johannes 6, Abvers 51. Das ist jetzt eine längere Passage, ich lese dir die vor. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Ah, klingt doch schon mal gut, ne? Klasse. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Klingt auch noch ziemlich gut. Klingt auch noch ziemlich gut. Aber jetzt kommt's. Ne? Brot vom Himmel, ewiges Leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das Brot vom Himmel, was ich geben werde, ist mein Fleisch. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also Amen, Amen, steht da, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, wird noch schlimmer, ne? Sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr dieses Fleisch und sogar das Blut nicht in euch aufnehmt, habt ihr dieses Leben nicht. Wer mein Fleisch isst, weißt du, was hier in diesem ganzen Text für das Wort isst oder essen eigentlich steht? Zerkauen. Also eigentlich heißt es hier, wer mein Fleisch zerkaut und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben.
Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Und nochmal, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ja, wenn du das in dich aufnimmst, ist es schon in dir drin, ne? Ist er schon in dir drin. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so auch der, also auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Das war das, was er eingangs gesagt hatte. Nicht wie die Väter aßen und starben, also das Manna. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. So, das hat er jetzt nicht irgendwo heimlich, still und leise mit ein paar Jüngern im Hinterhof gesagt. Nein, sondern dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Richtig, public, offiziell, super Zuhörerschaft. Hätte gar nicht besser sein können. Provokation im höchsten Maße. Viele nun von seinen Jüngern, also seine Nachfolger, die Fans, ja, diejenigen, die mitmarschieren wollten im Triumphzug, wenn er sein Königreich errichtet, die dem Messias gefolgt sind, ne, die Messias-Fans, viele, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Also wer kann sich denn sowas anhören? Wer kann sich das anhören? Was ist denn das? Ne? Da aber Jesus bei sich selber wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Ärgert euch dies? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Jetzt kommt dieser berühmte Vers 66. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und übrig blieben diese 12 People. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Und dann kommt dieses berühmte Wort von Petrus, wo du bestimmt schon viele Predigten drüber gehört hast, aber ich glaube nicht, dass du über den Text davor viele Predigten gehört hast. Ne? Ja. Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist die Story, um die es hier geht. Mit diesem Ding hat Jesus seinen Dienst nahezu ruiniert. Ne? Denn diese Sache ist so provokativ, wie sie für uns provokativ ist, wenn wir uns das vorstellen, dass irgendjemand zu uns kommt und uns sowas behauptet. Die Leute haben überhaupt nicht kapiert, was der will und um was es hier geht. Das war ein Schlag ins Gesicht. Jetzt musst du natürlich wissen, dass im Judentum das ganze Ding mit dem Blut eine Riesennummer ist. Ja? Weil Blut ist eines der Top-Themen im gesamten Alten Testament. Das Blut musste vergossen werden von den Tieren beim Opfer. Ja? Blut, da gibt es kapitelweise, gibt es Anordnungen, wie damit umzugehen ist. Ja, das Blut, wie es ausgegossen werden muss, wie es an die Hörner vom Altar gestrichen werden muss und wie es ins Allerheiligste sogar gebracht werden kann und. Ein Riesenthema. Ja, es gibt genau berichtet oder Anordnungen darüber, wie ist das mit den Wöchnerinnen und mit dem Blut und mit dem Blutfluss und dann darf es ja nicht und wie lange muss sie sich reinigen und alles Mögliche. Blut, ein gigantisches Thema. Warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Ganz einfach. 5. Mose 12, Vers 23. Nur halte fest daran, kein Blut zu essen. Denn das Blut
ist die Seele. Und du sollst nicht die Seele mit dem Fleisch essen. Nun, da geht es um Tiere, ne? 3. Mose 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Okay, also im Blut ist das Leben. Im Blut ist was drin. Das Blut ist nicht irgendwie nur eine Substanz. Blut hat was. Und das Blut musste vergossen werden, damit Sünden getilgt werden konnten oder bedeckt werden konnten. Blut. Durch das Blut Jesu sind wir gerettet. Wir müssen im Blut Jesu gewaschen sein. Unsere Sünden müssen durch das Blut Jesu abgewaschen sein. Wir brauchen das Blut. Das Blut Jesu ist von entscheidender Bedeutung. Das wissen wir. Und das haben wir auch so in unserem Sprachgebrauch drin. Nur, was wir häufig überhaupt nicht realisieren, ist, wie provokativ das ist, wie komisch das klingt. Hä? Wie Blut Jesu. Ja? Leib Jesu, Fleisch, nehmen wir in uns auf. Bitte was? Im Römischen Reich mit den ersten Christen, einer der Punkte, weshalb die verfolgt worden sind, war, dass man ihnen vorgeworfen hat und gesagt hat, die machen da irgendwelchen Kannibalismus. Da essen die Fleisch und die haben was mit Trinken von Blut und so weiter, ganz, ganz komisch mit ihrem Gott, den sie da anbeten. Und das war so dubios für die Leute, dass das echt etwas war, wo man, wie soll ich mal sagen, sehr vorsichtig war von den Behörden her. Was läuft da wirklich? Ne? Weil es war so befremdlich. Und genauso befremdlich war es hier für die Juden. Es war ein Skandal. Blut, schon das Berühren von Blut war ein Thema. Wenn du mit Blut nur in Berührung gekommen warst, ja, war es ein Thema. Wenn du mit einem toten Tier in Berührung gekommen warst, war es ein Thema. Wenn du mit einem toten Menschen schon in Berührung gekommen bist, war es ein Thema. Guck mal, die blutflüssige Frau, ja, dadurch, dass sie unrein war durch ihren Blutfluss und sie Jesus angefasst hat an diesem Saum seines Gewandes, gemeint ist damit der Zipfel, der Zitzit von seinem Talit, von seinem Gebetsschal, ja, der den angefasst hat und sie wurde geheilt, ja. Eigentlich hat sie jede Person, die sie berührt hat, jede Person, wo sie sich durchgeschwängelt hat, jede Person, die irgendwie in Touch mit ihr gekommen ist, unrein gemacht. Und deshalb hatte sie auch so einen Schiss davor, dass das ans Licht kommt. Ja, deshalb wollte sie das verbergen und heimlich machen, weil sie wusste, ey, das gibt richtig Stress. Vielleicht. Vielleicht sogar die Todesstrafe, Steinigung oder ich weiß nicht. Es war nicht so einfach. Das Thema Blut war eine riesige Nummer. Ja? Blut war Leben. Blut war wichtig. Blut war entscheidend. Und hier spricht auf einmal Jesus nicht von Tierblut, sondern von Menschenblut. Sein Blut. Und er gebraucht hier das Wort Fleisch. Er sagt doch nicht mal Leib. Er sagt wirklich Fleisch. Fleisch. Ne? Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wenn du diesen Text mal anschaust, genau, dann wirst du sehen, es geht eigentlich um Leben, es geht um Ewigkeit, es geht um Essen des Fleisches, Trinken des Blutes natürlich, aber vor allen Dingen um dieses Leben. Hier kommt immer wieder Leben vor. Ja? Er wird leben in Ewigkeit. Ne? Mein Fleisch ist für das Leben der Welt, gebe ich Sinn. Ne? Wenn ihr das nicht aufnehmt in euch, habt ihr kein Leben in euch selbst. Aber wer das tut, hat ewiges Leben. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat. Ich lebe um des Vaters Willen. Wer das aufnimmt in sich, der wird leben um meinetwillen. Ne? Und so weiter. Immer wieder kommt das vor. Das Fleisch von ihm, der leibhaftigen Person, die da vor den Leuten steht, diesen Jüngern, der sagt, hey, das müsst ihr essen. Zerkauen. Mein Blut müsst ihr trinken. Wenn du heute jemand hättest, der vor dir steht und sowas behauptet, dann würdest du sagen, der hat doch einen Knall. Der ist doch in keiner Weise Psychopath oder was. Ja? Ist ja völlig komisch, völlig befremdlich. Und für die Leute damals war es genauso befremdlich, wie es für uns heute befremdlich war. Die haben nicht kapiert, was hier los ist. Und Jesus hat es auch nicht erklärt. Er hat es erstmal so rausgehauen. Ja? Und immer wieder, ne? Mehrfach hier.
Ne? Er hat das ja 3 oder 4 Mal hintereinander gesagt. Ne? Mein Fleisch zerkauen, mein Blut trinken. Dann hast du Leben. Ne? Mein Fleisch ist die wahre Speise, mein Blut ist der wahre Trank. Wenn ihr das nicht esst, wenn ihr das Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Ne? Und nochmal, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Öffentlich im Gottesdienst. Skandal. Mit so jemand wollte man nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, die Jünger, die wie gesagt so voll auf dieser super coolen Beliebtheitskurve nach oben waren, ja, wo alles so klasse war, alles einfach gigantisch lief, ne, und sie schon gesehen haben, dass er sein Königreich da etabliert, auf einmal sowas. Ich glaube, die waren extremst bis in die letzte Faser ihres Seins geschockt, was das jetzt war. Ich meine, später hat Jesus das ein bisschen aufgelöst hier. Wir lesen das dann. Und zwar, nachdem er gesagt hat, ärgert euch dies, was es zweifellos getan hat. Es hat ihr geärgert, es hat irritiert, es hat provoziert. Dann sagt er, und es geht ja um das Thema Leben, ne? Dann sagt er, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Er hat ja die ganze Zeit vom Fleisch gesprochen. Ja? Er sagt, Moment mal Leute, ihr müsst sehen, der Geist, wir befinden uns hier auf der geistlichen Ebene, nicht auf der fleischlichen Ebene. Das, was ich hier sage, geht um geistliche Dinge. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist, ne? Und sind Leben. Aber trotzdem hat er es so provokativ rausgelassen. Ja, den Jüngern hat er gesagt, Achtung, ihr müsst das richtig verstehen, ihr müsst es im Geist verstehen. Dennoch dieses hohe Maß an Provokation. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus fragt seine 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Und was sagt Petrus? Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das war das Thema, um das es ging. Das war genau das Thema. Und er hat gesagt, egal was, du hast was, was wir brauchen. Du hast was, was wir haben müssen. Wahrscheinlich haben die den Kopf geschüttelt und gesagt, ich kapiere hier gerade gar nichts. Ich weiß nur, momentan ist eine schiere Katastrophe über uns reingebrochen. Aber, wir können nirgendwo hingehen, weil du hast es. Du stehst für das Leben. Ne? Trotz allem, wir vertrauen dir. Trotz den Dingen, die wir überhaupt nicht mehr kapieren. Wir vertrauen dir. Ja, wir bleiben bei dir, wir laufen hinter dir her. Auch wenn wir komplett irritiert sind. Wenn wir komplett irritiert sind. Fleisch essen. Kannibalismus. Das war der Vorwurf dann im Römischen Reich. Kannibalismus. Weißt du, woher das Wort Kannibalismus kommt? Kannibale. Kommt von Kannibal. Weißt du, was Kanni heißt? Priester. Priester des Baal. Baals Priester waren Leute, die Menschen gegessen haben. Kannibalismus bezieht sich auf Baals Kult. Da kommt unser Wort her. Das Wort Kannibale kommt genau aus der Region, wo Jesus war. Kannibalismus, Baals Priester. Genau das, was Gott gesagt hat, das müsst ihr ausrotten. Das darf nicht sein. Und wo die Propheten dagegen standen, denk an Elia. Ja, und genau das, dieses perverse, abstruse, ekelhafte, einfach ausrotten wollten. Kannibalismus, Kriminelle, ja. Schlimmstes Heidentum. Heute gibt es auch noch im Satanskult irgendwelche dubiosen Sachen. Fürchterlich, entsetzlich. Ne? So richtig etwas, was geschockt hat. Und Jesus hat den Leuten das einfach so gesagt. Und später hat er ihnen, den Jüngern, gesagt, Leute, es geht um eine geistliche Aussage, ihr müsst das verstehen. Dann war in seinem Dienst erstmal Ruhe etwas mehr. Ja? Dann berichtet die Bibel, also das Neue Testament, da erstmal nichts mehr drüber. Ne? Nichts mehr. Diese Aussage, ihr braucht mein Blut, ihr braucht mein Fleisch, dann habt ihr ewiges Leben. Die Jünger hauten alle ab, bis auf die 12. Und dann ging es auf einer ganz, ganz, ganz bescheidenen Ebene weiter mit dem Dienst. Ja, kannst du dir so vorstellen, die sind so richtig schön aufgestiegen, dann gab es diesen Abfall,
innerhalb von jetzt auf gleich eine Predigt und dann hat sich das langsam wieder aufgebaut. Ja, es ging weiter. Natürlich hat er weiter geheilt, weiter befreit. Die Leute sind gekommen mit ihren Kranken, mit ihren Besessenen. Aber sie sind vorsichtiger geworden. Es gab jetzt auch eine befremdliche Seite bei diesem Rabbi, der da solche Wunder tat. Ja? Dennoch hatte der ja was. Der hatte was. Die Leute kamen, es hat sie angezogen. Er hat sie fasziniert. Er hatte Worte, die Vollmacht haben, Power, Autorität, was Königliches. Es war dann eben doch wieder der Messias, aber so irritierend für alle. Ne? Und dann berichtet uns die Bibel, dass er auf das Laubhüttenfest kam. Ich habe vorhin das schon angedeutet. Weißt du, das war ein Wallfahrtsfest. Es gibt drei Wallfahrtsfeste im biblischen Kalender. Und das Laubhüttenfest war das Wallfahrtsfest. Es war gigantisch. Es war 7 Tage. War da Ausnahmezustand und Feiern. Ne? Und gigantische Feste auf dem Tempel, auf dem Tempelplateau. Da war ein Platz für 400.000 Leute. Und die Stadt, es gab Millionen von Pilgern. Oh, da war unvorstellbar viel los. Richtig Remi-Demi. In manchen Regionen, ja, sage ich gerne, da fiel keine Briefmarke auf den Boden. So dicht war das da. Und da war er eben auch, ne, zum Laubhüttenfest in Jerusalem und hat dann auf dem Tempelplateau war er, ja, in diesen Säulenhallen und so weiter. Und da berichtet uns die Bibel mehrere Kapitel entlang, ja, was da war in Johannes. Nein, nicht in Johannes. Mehrere Kapitel lang, ja, wie dieses Laubhüttenfest gewesen ist, was da passiert ist, was da geschehen ist. Das ist beispielsweise diese Story mit der Ehebrecherin. Das geschah genau da, während diesem Fest. Das heißt, da war Masse drumherum. Das war richtig public. So, da war er. Und während diesem Fest hat er so richtig für Stress gesorgt. Und die Obrigkeit weiß, die laufen dem jetzt hinterher, der hat was, der hat eine Power, der hat ein Charismen, die Leute begeistern, die sind total hin und weg, obwohl er eben ja, vor längerem sehr irritierende Aussagen gemacht hat. Und sie wissen, die wollen den vielleicht wieder zum König machen, dann doch. Sie wollen ihn, nachdem der Dienst sich wieder aufgebaut hat, dann irgendwie als Messias ausrufen. Ja? Was totalen Krieg bedeutet hätte. Mit den Römern, mit den Herodianern, mit dem ganzen System. Und alles wäre zusammengebrochen. Das war der größte Horror für sie. Und dann haben wir gesagt, hier haben wir gerade ein Riesenproblem. Das Volk rennt diesem Typ hinterher, der so provokativ und unkalkulierbar ist. Wie gesagt, der hat den Tempel gereinigt und die Händler daraus geschmissen. Ne? Er war zornig, er war aufgebracht, er hat sich eine Peitsche gemacht, er hat richtig Randale gemacht. Wie gesagt, das war nicht so ein Typ, der 2 Zentimeter über den Boden geschwebt ist, wo du fast durchgucken konntest, sondern das war jemand, der konnte auch zulangen. Halleluja dazu. Ne? Und die wussten, ein Aufruf von dem und die Revolte bricht hier los. Ne? Gegen die Obrigkeit. Vorsicht. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Und dann zog Jesus wieder weg. Und bei dem Laubhüttenfest passierte nichts weiter. Aber ein halbes Jahr nach dem Laubhüttenfest, ne, dann kommt das Winterhalbjahr und im Frühjahr, dann wenn wieder Passa ist, also Ostern bei uns, ne, wenn Passa ist, nächste Wallfahrtsfest, dann wird er wiederkommen. Und die waren sowas von auf Zug und konzentriert, weil sie wussten, jetzt geht es hier wirklich ums Ganze. Wenn der so provokativ ist, der sich nicht unterkriegen lässt, dem sich überhaupt nicht darum kümmert, was wir hier als Obrigkeit sagen oder machen oder anordnen, ja, der in keiner Weise sich an irgendwelche Regeln hält, noch nicht mal an Benimmregeln, ja, der so provokativ ist, wenn der hier auftaucht, haben wir ein Problem. Dann gibt es Revolte, dann gibt es ein richtiges Problem. Und dann kam dieses Passa, halbes Jahr später. Und er kam. Was passierte? Er ist auf einem Eselsfüllen in die Stadt reingeritten. Eine messianische Verheißung, eine Prophetie, die sich erfüllt hat. Ne? Er wurde als Befreier begrüßt. Gefahr für die Obrigkeit. Und sie haben gesagt, der muss weg. Der muss weg. Der muss noch, bevor das Fest überhaupt losgeht, muss der weg.
Ja, der darf nicht auf diesem Fest auftreten. Dann finden wir in Johannes 12, ab Vers 12, als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahm die Palmzweige und ging hinaus ihm entgegen und rief: Hosanna, gelobt sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Also wie gesagt, das war die Megakatastrophe für alles, was da irgendwie Obrigkeit hat. Denn dieser König, der hatte sich an gar nichts gehalten. Wenn das der König wäre und er hat zugelassen, dass er so bezeichnet wird, dann war jetzt die Nervenlagen sowas von blank. Da war Alarmstufe rot. Und es waren nicht ein paar Männchen, es war eine große Menge. Passafest, 1 bis 2 Millionen Pilger. Richtig, richtig Action, ja, in der Stadt. Da geschah das. Und sie wussten, der wird jetzt hier zum König gemacht. Wenn der sich jetzt hinstellt und zum Aufruf aufruft, ist in wenigen Tagen hier das volle Chaos am Gange. Und deshalb mussten oder wollten sie ihn beseitigen. Ja? Und damit nicht genug. Ne? Matthäus 21, 15. Als aber der hohe Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich. Natürlich. Ja, die haben die Krise gekriegt. Weil jetzt war wirklich Gefahr. Und dann lesen wir, dass es zu diesem Sederabend kam. Ja, das wäre bei uns also Gründonnerstagabend. Ne? Also der Vorabend dann zum Karfreitag. Und dieser Sederabend, den hielt Jesus jetzt mit seinen Jüngern. Der Sederabend, das ist eine 4- bis 5-stündige Liturgie. Da gibt es ein Buch, die Haggadah, die da gelesen wird. Und da gibt es eine Fülle von Sachen, die genau ablaufen. Extrem interessant, extrem prophetisch. Sprechen wir zu Ostern drüber oder in der Osterzeit über das Thema. Ja? Aber worum es mir hier geht, in dem Ganzen eingebettet, gibt es zwei bemerkenswerte Elemente. Das eine ist ein Kelch Wein. Der Kos Eliyahu, der Kelch des Elia, der wird für ihn hingestellt, weil man davon ausgeht, wenn Elia wiederkommt, dann beginnt das messianische Zeitalter. Und dieser Kelch wird mit Wein gefüllt und steht bereit für Elia. Den rührt sonst keiner an. Und während der Veranstaltung geht ein Kind dann unten an die Tür, also die Tür nach draußen, zur Straße, guckt, ob Elia draußen ist und wenn nicht, dann war es das eben. Und war ja nie vor der Tür. Ne? Also bleibt der Kelch und wird nicht weiter verwendet. Und es gibt eine Matzenscheibe. Ja? In dem ganzen Sederabend gibt es 3 Matzenscheiben, die übereinander liegen. Es gibt auch so spezielle gestellartige Sachen, so spezielle Teller mit so 3 Fächern. Da liegen dann die Matzen drin. Und er nahm die mittlere raus bei diesem Sederabend, brach sie und hat ihnen die gegeben. Und das ist ja sehr interessant, ne? Wenn du das Ganze dir anschaust. Weil das Brot, was er hier gibt, das ist das Afikoman. So, Afikoman ist auch ein Wort, da sprechen wir nochmal drüber. Das bedeutet der Kommende, ist ein griechischer Begriff. Und das ist diese mittlere Scheibe. Die wird genommen, wird gebrochen. Und dann wird eine Hälfte in ein Leintuch gelegt und irgendwo versteckt. Und die Kinder müssen es suchen. Und wenn sie es gefunden haben, dann bekommen sie vom Vater eine Verheißung zugesprochen, ne? Die er dann an Schawott, also an Pfingsten, einlösen muss. Das Interessante ist, dass von dieser halben Scheibe auch nichts weiter passiert. Die bleibt auch übrig. Das heißt, du hast eine gebrochene Matzenscheibe, eine Hälfte, die übrig bleibt. Und du hast einen Kelch Wein, der übrig bleibt. Bei jeder Passafeier auf der Welt seit Jahrhunderten und schon zur Zeit Jesu ist es so. Dafür gibt es keine Verwendung. Bleibt übrig. Kelch Wein und ein Stück Brot. Und genau das ist es, was Jesus genommen hat und den Jüngern gegeben hat. Und was macht er an dieser Stelle? Das ist der letzte Abend mit seinen Jüngern. Ein paar Stunden später ist er tot. Er sagt, hier ist mein Leib, hier ist mein Fleisch. Oha, das kennen wir doch.
Stressthema Nummer 1. Hier kommt es wieder hoch. In dieser Situation, ja, wo die einen ihn zum König machen wollen und die anderen ihn umbringen wollen. Hier sagt er, hier, das ist mein Fleisch, hier ist mein Leib und hier ist mein Blut. Weißt du was? Die Jünger waren geschockt, wie damals vor ein oder zwei Jahren, als er das zum ersten Mal rausgehauen hat. Ja? Das war das, was übrig blieb, wofür es nie eine Verwendung gab. Ja? Und was er prophetisch erfüllt hat und hat gesagt, hier, schau es dir an, das ist mein Leib, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Schockierend war das für die Jünger. Schockierend, die hatten ja schon von Kindheit an immer diese Sederfeiern mitgekriegt. Die wussten, wie das läuft, die wussten, das bleibt übrig. Dafür gibt es keine Verwendung. Und auf einmal sagt er, Leute, das hier ist es, worum es überhaupt geht. Das hier ist es, mein Leib, mein Blut. Die Jünger wussten nicht, dass er wenige Stunden später tot sein würde. Ja? Dass sein Leib gebrochen sein würde, dass sein Blut vergossen sein würde. Ne? Weißt du, wir müssen so ein bisschen von unserem abgeklärten Christsein runterkommen, wo wir solche Dinge schon so oft gehört haben. Ja? Blut Jesu, ja. Jesus starb auf Golgatha, schön. Wir müssen verstehen, um was es da überhaupt geht. Wie archaisch das ist. Wenn du dir die Bibel anguckst, da geht es um Leben, um Tod, um Geburt, um Blut. Ja, da geht es um Opfer, um Feuer. Das ist so richtig, aber ganz elementar. Die Bibel ist nicht irgend so ein abgehobenes, sphärisches, komisches, esoterisches Ding. Das ist so richtig Leben, real, aber richtig echt. Auf der Basis, was jeden von uns betrifft. Blut. Ich habe eine Verwandte, die hat 5 Kinder und bei der Geburt eines ihrer Kinder war Folgendes passiert. Sie hat eine innere Verletzung bekommen und war dabei zu verbluten und keiner hat es mitgekriegt, weil das im Inneren war. Und das Interessante war, die haben das dann, irgendwann wurde es festgestellt und man hat dann ihr geholfen und das hat sich dann auch alles wieder normalisiert. Und sie sagte aber, es war interessant, ich spürte, wie das Leben aus mir herausfloss. Es war, als ob das Leben aus mir herausfloss. Es war nicht schmerzhaft oder sonst was, aber das Leben floss raus. So hat sie das formuliert. So ist das mit dem Blut. Das Blut steht für das Leben. So, das Blut steht für das Leben des Herrn. Sein Fleisch steht für sein Leib, der gebrochen wird, der am Kreuz hingerichtet wird. Natürlich für dich und mich. Und was geht es denn hier? Er ist Mensch geworden. Und das Menschsein hat mit Fleisch und Blut zu tun. Ja? Dass er Mensch geworden ist, Fleisch und Blut hatte, das ist das, woran wir uns andocken müssen. Als Mensch. Und als Gott ist er über diese Welt gegangen und ist für uns gestorben und wir sind dadurch gerettet worden, können daran Anteil haben. Weißt du, Jesus hat alles besiegt durch sein Kreuzestod, alles. Die Macht der Sünde, die Macht der Finsternis, die Macht der Hölle, die Macht der Verdammnis, die Macht von allem, was Bösen ist. Kannst du dir so vorstellen, weißt du, Sünde ist Trennung von Gott. Vielleicht kennst du den Spruch, Sünde ist Zielverfehlung. Ist ja nicht ganz verkehrt, aber ein bisschen flach. Sünde ist Trennung von Gott. Trennung. Jetzt war es so, als Jesus starb, trug er die Sünde aller Menschen, aller Zeiten. Alle Sünde. Ich sage nicht, dass jeder Mensch gerettet wird. Ich sage, dass er die Sünde trug. Und dass für jeden, der das für sich beansprucht, Rettung da ist. Ja? Aber für jeden ist die Sünde getilgt, der es für sich in Anspruch nimmt. Sie wurde auf ihn gelegt als das Opfer. Ja, wie im Alten Testament die Sünde auf das Tier gelegt wurde, das geschlachtet worden ist. Und dann, wenn du dir bewusst machst, Sünde ist Trennung von Gott, dann hast du auf der einen Seite den Vater und alle Sünde überhaupt auf einmal dazwischen, zwischen Jesus und dem Vater. Und deshalb hat Jesus gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle Sünde
von uns allen, zwischen dem Vater und dem Sohn. Und weißt du, Diabolos, das ist da, wo unser Wort Teufel herkommt, heißt der Dazwischenwerfer. Das ist genau sein Versuch, Trennung von Gott dazwischen zu werfen. Und auf einmal war eine Trennung innerhalb der Gottheit passiert, zwischen dem Vater und dem Sohn. Ja, alle Sünde war dazwischen. Und weißt du, was dann passiert ist? Und das ist das, was die Hölle besiegt hat und was alles macht von Sünde, von Krankheit, von Sucht, von Elend, von Not, von allem Bösen dieser Welt, zermalmt, pulverisiert hat. Das war Folgendes. Hier war der Sohn, hier war der Vater und auf einmal passierte, bah, kamen sie zusammen. Und alles, was dazwischen war, wurde komplett besiegt. Was war das? Das war die Macht der Liebe, die größer ist als alle Sünde. Die Macht der Liebe hat alles überwunden. Jesus hat es getragen und es wurde pulverisiert für dich und mich. Es ist weg für dich und mich, wenn wir es denn für uns in Anspruch nehmen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und wir brauchen diesen Leib und wir brauchen dieses Blut, was er für uns hat. Ja? Sein Leib in dir, sein Blut in dir. Du nimmst es auf. Du nimmst es in dich auf, in dein System. Du brauchst es. Du nimmst es. Und das ist etwas, was einfach wirklich zu berücksichtigen ist. Ja, es geht hier um etwas Geistliches. Es geht hier um etwas, was übernatürlich ist. Ja, natürlich ist es nicht so, dass wir Fleisch essen, ja, oder Blut trinken. Aber durch das Abendmahl, was er gestiftet hat in diesem Sedermahl, docken wir uns an dem an, was er für uns getan hat, was er für uns geschenkt hat, was sein Kommen in diese Welt eigentlich ausgelöst hat. Wir docken uns an dem an, dass die Sünde pulverisiert und überwunden ist, ja, weil er Mensch wurde, in Fleisch und Blut kam und wir das für uns nehmen. So, und wenn wir uns das bewusst machen, dann verstehen wir, warum er so provokativ war. Ja, warum er die Leute damit richtig konfrontiert hat. Hey, du brauchst mein Fleisch, du brauchst mein Blut, sonst hast du kein Leben. Das ist einfach die Wahrheit. Ja, natürlich im Geist zu verstehen, aber dennoch die Wahrheit. Wenn wir sein Fleisch, sein Kommen ins Fleisch, ins Leben, in diese Erde, in diese Schöpfung, ja, in Fleisch und Blut, nicht für uns annehmen, haben wir keine Erlösung. Und wenn wir gleichzeitig nicht seinen Opfertod annehmen, wo sein Blut vergossen wurde und sein Fleisch, sein Leib gebrochen wurde, haben wir auch keine Hilfe. Wir brauchen es, um ewiges Leben zu haben. Und das ist das Geniale, was wir beim Abendmahl feiern. Wir machen uns bewusst, hey, es geht um sein Blut, was für uns vergossen ist. Und uns komplett gereinigt hat von allem, was überhaupt jemals gegen uns stehen könnte. Und es geht um sein Leib, der für uns gebrochen ist. Und all das hat alles, was zwischen uns und Gott steht, weggenommen, pulverisiert. Und ich glaube wirklich, das kannst du lesen, wenn du im Neuen Testament ein bisschen schaust, dass damals in der Urgemeinde eine ganz andere Wirkungsweise beim Abendmahl war, als wir das heute kennen. Ja? Wo Leute geheilt worden sind, wo Leute befreit worden sind, wo Leute, einfach weil die sich da angedockt haben im kompletten Bewusstsein, in diese Fülle des Lebens hineinkamen, die der Herr für sie hat. Und das ist etwas, wo ich einfach so begeistert bin beim Abendmahl. Da steckt viel, viel, viel mehr drin, als nur, okay, wir erinnern uns daran, der Herr hat, ja, das ist ja schön, also prima. Nein! Hey, du dockst dich an am Erlösungswerk des Herrn. Du hast Anteil daran, du nimmst es in dich auf, du sagst, ja, will ich haben, brauche ich, will ich. Ist meins. Amen? Amen. So, und deshalb nehmen wir Abendmahl. Und deshalb nehmen wir auch Abendmahl hier für die Anliegen. Hier sind ja noch welche. Ne? Mhm. Deshalb nehmen wir das für die Anliegen. Ja, es geht uns, guck mal, wie Sigrid schon gedacht hat, ey, das sind alles Anliegen von Kindern Gottes. Ja. Alles Anliegen von wiedergeborenen Männern und Frauen, die ihr Leben mit dem Herrn gehen. Ja. Das sind nicht irgendwelche, was weiß ich, kriminelle Sünder, irgendwelche Drogensüchtigen, sonst was. Hey, das sind Leute, die beten, Leute, die mit dem Herrn vorangehen. Und es ist haarsträubend, was da für Not und Elend da drin ist. Es ist unfassbar. Ja? Also von
Schlaganfall, Herzinfarkt, beraubt werden, Arbeitslosigkeit, Kinder, die auf kompletteste Abwege kommen. Hier etliche Leute, die sagen, meine Kinder haben den Kontakt zu mir abgebrochen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Was ist das denn? Ja? Und solche Sachen. Not, hier richtige Not, auch teilweise mit Wohnungen, mit hier Betrug, wo die über den Tisch gezogen werden, wo die wirklich, also wirklich wie der letzte Dreck behandelt werden. Es geht nicht. Schau, das, was die Sünde, alles Böse, alles, was negativ ist, ist pulverisiert durch das, was der Herr getan hat. Es ist weg, wenn wir in Christus sind. Und deshalb glauben wir, wenn wir für diese Gebetsanliegen beten und das Abendmahl darüber nehmen, dass da reale Veränderung kommt im Namen des Herrn. Yes. Ja? Wir akzeptieren es nicht, dass das Volk Gottes so verdroschen ist. Das ist überhaupt Amen. Nicht das Ding. Das stimmt. Ich meine, bei uns ist das auch, wir haben das selber gelernt, weil wir gesagt haben, es kann doch gar nicht sein, dass es uns als Christen so miserabel geht, dass wir solche Probleme haben, gesundheitlich, gerade was haben wir durch. Ja, wäre auch mal ein schönes Zeugnis. Ne? Also wirklich, wo wir gesagt haben, wir müssen anfangen, dagegen zu stehen, dann haben wir die Kraft des Abendmahls gemerkt und dann Kraft der Proklamation und weitergegangen und gemerkt, ey, und daran wollen wir dich teilhaben lassen. Wir glauben, wirklich. Wir werden Zeugnisse bekommen von Amen. Dem, was da im Leben von Menschen yes. verändert worden ist. Wir machen das nicht als Spiel, wir machen das nicht, um hier ein paar Zuschauer zu haben auf dem Livestream. Ey, ja, wir machen das darum, weil wir wissen, hier sind Leute, die haben eine reale Not. Yes. Und es gibt einen realen Gott, der echt eingreift und ihnen hilft. Yes. Ich sage noch mal ganz kurz was mich wirklich auch in Bezug auf die Gebetsanliegen wirklich sehr, sehr bewegt hat. Wir haben in den letzten 2 Wochen quasi ganz oft Gebetsanliegen von Eltern bekommen für ihre Kinder. Das ist das, was du eben auch angesprochen hattest. Nicht nur die Erwachsenenkinder. Das geht von, wir wünschen uns so sehr ein Kind, bis zu, unser Kind lernt nicht richtig sprechen oder bestimmte Entwicklungsverzögerungen, bis unser Sohn, unsere Tochter ist weg von zu Hause. Unsere Tochter, unser Sohn haben sich in ihrem körperlichen Verhältnis verändert. Sie nehmen eine andere Identität in Anspruch. Von unsere Tochter, unser Sohn sind in eine Magersucht abgerutscht, von Suchtproblemen jeder Art, aber alles eben in einem riesigen Raubzug in den Familien. Das ist etwas, das bringt mich wirklich hoch, wenn ich das lese. Das bringt mich hoch. Und auf der anderen Seite bringt es mich wieder runter, dass ich sage, Herr, das können wir einfach nicht so stehen lassen. Nein. Und als ich in dieser Woche auch die Gebetsanliegen reinbekommen habe und habe mich damit beschäftigt, das gelesen, dann habe ich da auch in der Bibel Worte dazu gefunden während einer Gebetszeit. Entschuldigung, da möchte ich euch an 2 teilhaben, die wir in eine Proklamation umwandeln wollen. Okay. Und zwar ist bei dem ersten Bericht über die Opferung Abrahams von Isaak, wird da gesprochen. Und da gibt es einen Zuspruch Gottes für den Sohn, für die Nachkommenschaft. Da sagt Gott, weil du deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, werde ich dich reichlich segnen. Also das war der Glaubensgehorsam von Abraham. Und dann kommt's, das hat mich wirklich gesegnet. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Das lasst uns proklamieren. Meine Kinder, mein Sohn, meine Tochter, ja. meine Nachkommenschaft Amen. Wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Yes.
das, was gegen unsere Kinder steht, ob es Krankheit ist, ob es Sucht ist, ob es schwieriges Verhalten ist, schwierige Entwicklung, ob es eine abgebremste Schwangerschaft ist, eine aufgehaltene Schwangerschaft. Ich glaube, dass die Frau, die uns geschrieben hat, sie wird schwanger werden. Ich weiß es. Es wird kommen. Sei zuversichtlich. Und lasst uns anderen, die wir mit diesen Dingen, mit diesen Feinden unserer Kinder kämpfen, lasst uns das proklamieren. Meine Kinder, meine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Das kannst du lesen in 1. Mose 22, Vers 18. Und das fast identisch gleiche Wort wird im Segenswunsch Rebekka zugesprochen. Das kannst du lesen in 1. Mose 24, Vers 60. Da heißt es sogar, und deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasser in Besitz nehmen. Verstehst du, da gibt es den Feind, der deine Kinder hasst, weil es deine Nachkommen sind. Der Feind hasst das, was vom Volk Gottes ist, was von den Kindern der nachfolgenden Generation ist. Und wir wollen die sein, die proklamieren, deine Nachkommenschaft möge das Tor ihrer Hasser in Besitz nehmen. Das wollen wir beten und das wollen wir auch in dem Abendmahl proklamieren. Ja. Im Brot und im Wein proklamieren wir genau das, dass wir die Hasser, dass wir die Tore in Besitz nehmen. Und das wollen wir jetzt aussprechen und beten. Also das ist hier unser Mosekörbchen, wer das vielleicht noch nicht gesehen hat, die Arche, wo diese Anliegen drin sind. Ja. Wir beten dafür. Genau. Wir beten in dem Bewusstsein der Verheißung des Herrn, wie wir es gerade gehört haben, für Kinder und für jedermann. Und wir beten im Bewusstsein, dass Jesus alles für uns gegeben hat und alle yes. Macht. Alles, was hier an Not und Elend und Schwierigkeiten ist, yes. Alles ist am Kreuz erledigt. Verstehst du? Es ist kein Thema. Eigentlich ist es vorbei. Es ist unrechtmäßig. Und wir glauben, dass es da einen Durchbruch gibt und der Herr Gnade schenkt. Yes. Amen. Lass uns zusammen dafür beten. Yes. In der Autorität des Namens Jesus Christus segnen wir jede einzelne Person, die uns hier geschrieben hat. Jeder Name, der hier aufgeführt ist. Jede einzelne Situation, die hier beschrieben ist. Alles. Alles. Von den älteren Anliegen, von dem brandneuen, von allem, was da heißt. Jede einzelne Situation. Jede einzelne Not. Jeder einzelne Mangel. Jede einzelne, wie auch immer es sehen mag. Jede Herausforderung, jedes Problem. Alles. 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 Alles in der Autorität des Namens Jesus Christus. Wir sprechen aus, dass das Blut des Herrn, was vergossen worden ist, genug dafür ist, um hier einen Durchbruch zu schenken. Wir sprechen aus, dass der Leib des Herrn, der gebrochen worden ist, ausreicht, um hier Heil, Segen, Versorgung, Freiheit, Shalom und alles, was wir bedürfen, neu freizusetzen. Herr, so viele Eheprobleme. Wir sprechen aus, dass das ein Ende hat und dass da der Shalom Gottes reinkommt und Friede reinkommt und Segen reinkommt und Heilung reinkommt. Und Wiederherstellung reinkommt. Wir sprechen aus diese ganzen Probleme mit den Kindern. Es kommt der Segen Gottes hinein und diese Raubzüge des Feindes sind gebrochen, unterbrochen. Wir sagen, es wird zurückerstattet. Back to sender, was der Feind auf uns gehetzt hat, was er uns geschickt hat, wo er uns bedrängt hat. Wir proklamieren Veränderung. Wir sprechen aus Segen. Wir sprechen aus Gnade. Herr, da sind welche, die haben finanzielle Situationen, Arbeitslosigkeit, Schwierigkeiten, Jobverlust, drohende Jobverlust, was weiß ich, Probleme mit Hartz IV. Schande auf diesen Namen übrigens. Oder mit, was weiß ich, die Rente reicht nicht oder Schulden. Ja, Unternehmer, die in Schwierigkeiten geraten sind und, und. Im Namen Jesus Christus sprechen wir aus Feuer des Herrn da drauf. Yes. Und es gibt Segen. Die Versorgung des Herrn wird neu geöffnet. Wir sprechen aus, übernatürliche Dinge kommen hinein. Und das, was jetzt Mangel ist, wird getilgt werden vom Herrn. Es wird Versorgung da sein. Es ist vollkommen wurscht, wie die kommt und ob wir uns vorstellen können. Die Möglichkeiten des Herrn sind unerschöpflich. Und wir
wir sprechen Segen darüber aus. Wir sprechen auch aus, der Glaube hier der Triumphator ist. Ein triumphierender Glaube für alle, die hier angegriffen sind. Ein triumphierender Glaube an das zu glauben, was in den natürlichen Augen unmöglich aussieht. Und wir sprechen aus, es wird möglich bei Gott. Möglich bei Gott. Herr, wir danken dir, dass dein Wort gesandt ist zur Heilung, yes. zur Rettung, yes. zur Wiederherstellung. Yes. Und wir halten uns an dieses Wort. Ja. Wir glauben, dass das Wort der Liebe, der Barmherzigkeit, des Friedens alle hier erfüllt. Alle hier wir erfüllt. Proklamieren yes. Erfüllung mit Frieden, yes. Erfüllung Shalom. Mit Zuversicht, ja. Erfüllung mit Rombo Hoffnung, Erfüllung mit allem Segen Amen. In der Himmelswelt. Amen. Herr, wir Amen. Kommen vor Mosso deinen Thron und wir sagen, wir akzeptieren diese Liebe. Dieses Opfer von dir und diese Freisetzung, die du erwirkt hast am Kreuz. Herr, lass uns sehen, dass du mächtig bist, die Dinge zu verändern. Das, was du für die Alten in der Bibel getan hast, du kannst es für uns tun. Wir wollen hier sehen, dass hier Glaubenshelden kommen. Wir wollen sehen, dass es Zeugnisse gibt über nach Hause gekommene Kinder, über Schwangerschaften, über Ehen, die gerettet wurden, über Dinge, die wiederhergestellt werden, Psychosen, alle diese ganzen psychischen Attacken. Herr, wir kommen zu dir, weil wir sagen, du bist der Herr über diese Dinge. Es ist nichts, was dir im Weg steht. Ja, ja. So viele Leute, die Heilung haben, einfach körperliche Heilung nötig haben. Ja? Yes. Da sind Probleme mit Herz, mit Leber, Wunderbar. Mit Diabetes. Da ist irgendwas mit Krebs vor allen Dingen. Und wir sprechen aus im Namen Jesus Christus. Wir fordern die Heilungskraft des Herrn auf yes. diese Anliegen, auf diese kostbaren Menschen Wunderbar. Hier. Wir fordern, dass da ein Durchbruch ist, eine Veränderung ist. Wir sagen, Jesus ist dafür gestorben. Er ist der Herr. In seinem Namen muss sich jedes Knie beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Das heißt, Krebs wird sich vor ihm beugen und wird bekennen, dass er der Herr ist. Leberprobleme werden sich vor ihm beugen. Mangel wird sich vor ihm beugen. Was weiß ich? Yes. Corona wird sich vor ihm beugen. Halleluja. Alles wird sich vor ihm beugen. Yes. Er ist der Herr. Wir sprechen aus Heilung für jeden Einzelnen, der Heilung braucht. Heilung im körperlichen Bereich und auch im psychischen Bereich. Heilung, aber auch für jeden, der Heilung braucht, weil er, was weiß ich, innere Verletzungen hat, Wunden aus der Vergangenheit. Von der Kindheit, irgendwas, Dinge, wo er einfach Wiederherstellung braucht. Trost, Segen, einfach den Segen des Herrn. Ein Anliegen war, wo jemand geschrieben hat, er ist als Schizophren diagnostiziert worden. Wir sprechen aus im Namen Jesus Christus eine Berührung des Herrn, die dieses Elend einfach verändert und komplette Wiederherstellung schickt. Ja? Und da, wo irgendwelche Leute in irgendwelchen gedanklichen Dingen vom Feind verführt worden sind und sich mit irgendwelchen komischen Dingen beschäftigen, sprechen wir Heilung und Wiederherstellung raus. Überall, wo Menschen dämonisiert sind, yes. wo die Kinder dämonisiert yes. sind, die Eltern yes. dämonisiert sind, Weich. Irgendwer dämonisiert ist. Wir sprechen aus, diese Mächte sind gebunden raus. In der Autorität des Namens Jesus Christus. Gebunden, raus. Gebunden, gebunden, raus! Raus aus diesen Menschen. Wir sprechen Heilung aus. Leute, die nachts nicht schlafen können. Wir sprechen dir guten Schlaf zu. Yes. Der Herr gibt seinen Getreuen guten Schlaf. Die Leute, die nachts Albträume haben, irgendwelche komischen Erscheinungen haben yes. nachts, irgendwelchen dämonischen Spuk erleben. Wir sprechen aus einfach den Freiheit. Segen des Herrn, die Gnade des Herrn, die Wiederherstellung des Herrn, die einfach das, was der Herr für euch hat. Jeder Mensch soll in der Fülle dessen, was der Herr für ihn hat, vorwärts gehen können. Im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Hier, jemand mit Schlaganfall. Wir sprechen aus, ohne irgendwelche Begleiterscheinungen, bleibende Schäden, komplette Wiederherstellung. Yes, Amen. Yes. Leute mit Parkinson, wir proklamieren komplette Heilung übernatürlich. Und wie immer die Dinge heißen, jedes muss sich beugen vor dem Herrn der Herren. Und wie gesagt, alles ist pulverisiert. Yes. Es ist vor Christus nicht mehr da. Er yes, ist Amen. Unser Herr. Wir nehmen es für uns in Anspruch. Yes, in er ist name. Derjenige, auf den wir schauen. Yes.
Herr, wir beten auch für alle, die in Trauer sind, also Trauer, die aus Depression kommt. Wir sagen, Depression muss weichen, weil das Blut Jesu stärker ist, weil es ausgerufen ist. Jede Traurigkeit, die einfach nicht zu greifen ist, wir sprechen aus, sie weicht. Jede Traurigkeit, die aus Verlust entstanden ist, weil Verlust mit Kindern, Verlust mit Familienangehörigen, Verlust mit allen Dingen, Ehen, egal, Traurigkeit aufgrund von Verlust. Wir sprechen aus, du Traurigkeit weichst. Ja, Amen. Jesus ist gekommen, dass er Leben schenkt und Leben im Überfluss gibt. Überfluss ist das Gegenteil von Trauer. Freude ist das Gegenteil von Trauer. Ja. Wir proklamieren, der Geist, der Heilige Geist, der Tröster kommt und du empfindest seinen Trost. Und wir weisen jeder Traurigkeit, die nicht aus dem Heiligen Geist ist, die nicht aus dem Herrn ist, wir verweisen sie und wir sagen, du bist gebunden und du bist rausgeschmissen. Und du hast kein Anrecht im Leben eines Kindes Gottes. Amen. In Jesu Namen. Und jetzt wollen wir auch für dich beten. Wir wollen für dich beten, für deine Not, für deine Situation. Vielleicht ist dein Anliegen nicht dabei. Ja. Und du sagst, wie kann ich jetzt Gebet haben? Ja. Du bist genauso da reingenommen als Kind Gottes. Und wir sprechen dir zu, dass du hineingenommen bist in diesen Segenstrom des Herrn und dass das, was dein Anliegen ist, wie immer es heißen mag, was immer deine Not ist, dass der Herr, sich dessen Erbarm dich berührt, eine reale Veränderung in deinem Leben kommt. Amen. Ja, irgendwelche Sachen mit so berufliche Herausforderungen oder so Tests, irgendwie Abschlusstests oder irgendwie solche Sachen. Segen des Herrn drauf. Wir sprechen aus, die Gnade Weich des Herrn ist mit aus. Dir. Geh weiter. Ja. Da, wo Heilung einfach notwendig ist. Berührung des Herrn. Eine Heilung an deinem Körper, an deiner Psyche, was auch immer. Yes. Wo finanzielle Wiederherstellung und Heilung notwendig ist. Wo da Not ist. Empfange es im Namen des Herrn. Ja. Wo diese ganzen Eheprobleme sind. Wir sprechen den Shalom Gottes aus und eine Berührung Gottes, dass die Machenschaften dieses schleichenden schleimigen, ekelhaften, widerlichen, beschissenen Löwen in deinem Leben gebrochen. Und jetzt nehmen wir das Abendmahl. Und ich bitte dich, dass du zu Hause dir wirklich jetzt dein Abendmahl nimmst, dass du Brot nimmst, dass du Wein nimmst oder Saft und dass wir jetzt hier gemeinsam Abendmahl nehmen. Ja? In der Nacht, wo er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ess jetzt das Brot im Bewusstsein, dass du seinen Leib in dir aufnimmst. Und Herr, wir danken dir für dieses hingegebene Opfer, für dieses hingegebene Leben. Wir danken dir, dass dein Leib hingegeben wurde für mich und für jeden, der hier mit jetzt in dieser Gemeinschaft ist. Amen. Herr, wir danken dir, dass du dir nicht zu schade warst. Du hast nicht gekniffen, du bist nicht ausgewichen, sondern du hast wirklich deinen Leib hingegeben als ein lebendiges Opfer, Amen. Damit wir Leben haben können in dir. Amen. Wir preisen dich. Was wir jetzt machen ist, wir werden dieses Brot auch über diesen Anliegen brechen. Ja. Das ist etwas, das haben wir früher auch nicht gemacht. Das hat sich erst während der Zeit des Livestreams hier, während der Corona-Zeit für uns ergeben. Aber wir glauben, dass es ein prophetisches Zeichen ist. Und wir glauben, dass es reale Veränderung ist. Weil wir wollen, dass all diese Not unter dieses Fleisch, das Brot, das zum Leben führt, und dieses Blut kommt. Ja. Amen. Amen. Herr, wir brechen dieses Brot im Angedenken an deinen Opfertod. Und wir sagen, dein Leib ist hingegeben für jedes Bedürfnis, was hier in diesem Mosekörbchen ist. Und du hast das Wort gegeben, tu es in das Körbchen und warte,
bis ich mein Werk vollendet habe. Ja. Herr, wir halten Ausschau nach der Vollendung deines Werkes, wie auch immer du das machst, wie auch immer du unsere Gebete erhörst. Wir vertrauen dir in Jesu Namen. Amen. Und dann eben dieses Blut des Herrn. Ja. Natürlich im Geist. Aber im Geist docken wir uns an das, was durch sein Blut geschehen ist. Und weißt du was? Das Blut Jesu ist die kostbarste Substanz im gesamten Universum. Es gibt nichts. Nichts, was kostbarer ist. Nichts, was kostbarer ist. Schau, als Gott die Welt schuf, da hat er gesprochen und zwar da. Als Gott den Menschen schuf, hat er Hand angelegt, den Odem eingegeben. Aber als er unsere Erlösung schuf, hat er sich selbst für uns hingegeben, hat sich für uns ans Kreuz schlagen lassen. Die Schöpfung kostete ihn nichts bis wenig. Ja. Unsere Erlösung kostete ihn alles. Yes. Gott hat sich für uns hingegeben. Sein Blut ist das, was Erlösung und Errettung bringt. Heilung, Befreiung und Freisetzung. Gott, jeder noch so verrückten Not hier. Das ist das, was wir im Abendmahl feiern, wo wir das für uns annehmen, wo wir uns bewusst machen. Daran docken wir an, wir nehmen das in uns auf. Dieses Blut, was wirklich Kraft hat. Genauso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen denen und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das hingegeben wird für euch. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Christi, Blut für dich vergossen. Wir preisen dich, Herr Jesus. Wir ehren dich. Dein Blut macht allen Schaden gut. Yes. Dein Blut ist das Kostbarste, was du für mich gegeben hast. Für jeden, der hier jetzt in dieser Gemeinschaft teilhat. Es ist dein Blut, was uns freispricht. Dein Blut wird uns durch alle Zeit bis in die Ewigkeit hinein leiten. Yes. Es ist das Kostbarste für uns. Wir danken dir. Amen. Und das war das, was Jesus gesagt hatte. Das Blut, das Fleisch gibt das Leben. Amen. Das ewige Leben. Herr, du siehst diese Not. Und wir wollen hier das Blut wirklich darüber ausgießen. Yes. Wir wollen es hierüber verteilen und aussprechen. Es ist dein Blut. Es ist das, was du gegeben hast, damit hier diese Menschen von dem gerettet und befreit werden können, was sie hier an Not hat, was der Teufel ihnen angetan hat. Wir sprechen aus Veränderung, Heilung, Befreiung, Segen, Rettung, Erlösung, was immer notwendig ist. Wir sprechen aus alles, was dein Blut bewirkt hat im Leben dieser Menschen. Freigesetzt. Freiheit. Freigesetzt. Und auch im Leben aller Zuschauer. Yes. Im Leben jeder, der hier Teilnehmer ist. Jeder, der dabei ist. Empfang es. Es ist für dich. Nimm es in Anspruch. Ich spreche aus. Ja, empfang. Nimm es. Nimm diese Heilungskraft, diese Befreiungskraft, diese Segenkraft, diesen Shalom, was immer darin enthalten hat. Yes. Nimm es für dich. Jetzt. Aktiv. Yes. Und wir segnen dich damit von hier aus. Ja. Wir sprechen aus. Du kannst es empfangen. Ja. Die Machenschaften des schleimigen Löwen brauchst du nicht über dir aus. Yes. Du brauchst sie nicht verschlingen zu lassen.
Christi Blut vertreibt ihn. Er kann nichts dagegen setzen. Wenn du dich auf ihn berufst, auf den Herrn, yes, muss jeder Löwe weichen, jede dämonische Kraft weichen, jede Krankheit weichen, jede Sucht, yes, weichen, jede Schizophrenie weichen, egal was, yes, alles muss sich unter seinen Namen beugen. Yes. Ja, denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Amen. Korabos, Sakabadia, Blut und Gerechtigkeit. Kalamanuja Kassai. Mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Yes. Das war das, was die Alten als Zeugnis hatten. Das ist das, was wir als Zeugnis haben. Und das ist das, was uns durch Zeit und Ewigkeit trägt. Amen. Es ist sein Blut. Es ist sein, es ist sein Leib, der für uns gegeben ist, damit wir frei sind. Amen. In Christus. Amen. 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 Weißt du, es ist wichtig, dass du dich da aktiv andockst, dass du sagst, ja, das gilt für mich. Ja, ich habe daran teil. Ja, ich nehme das für mich. Ja, ich nehme das für mich. Vielleicht schaust du hier zu und du sagst dir, was machen die da eigentlich? Ja. Um was geht es denn hier eigentlich? Vielleicht kommst du aus irgendeinem gemeindlichen Hintergrund und sagst, bei uns ist das irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, wie das ist, in eine Beziehung mit Jesus zu treten. Vielleicht bist du überhaupt kein Christ und sagst, was machen wie, die wie da? Ist das? Wie ist das? Ja. Weißt du, Christ zu werden ist einfach, dass du akzeptierst, dass du durch dein ganzes Getue und deine religiösen oder nicht religiösen Verhaltensweisen die Trennung zu Gott nicht überwinden kannst. Ja? Die Trennung zu Gott ist da, wenn du ein ganz normaler Mensch bist. Mit großen Problemen oder kleinen Problemen. Mit großer Sünde oder kleiner Sünde. Es ist eine Trennung da. Und da ist einfach der Punkt, du brauchst dieses Blut, dieses Fleisch, das, was diese Sündenmacht pulverisiert hat. Du musst Jesus Christus als deinen Herrn und Retter akzeptieren, annehmen. Du musst sagen, ja, ich akzeptiere, dass das ist, wodurch ich gerettet werden kann für Zeit und Ewigkeit. Da möchten wir dich einfach einladen. Möchte ich einladen zu sagen, wenn du sagst, ja, ich will, dass meine Sünde getilgt ist und ich will in dieses Leben mit dem Herrn kommen. Ja, ich will gerettet werden. Ja, ich will ewiges Leben haben. Und wenn es so eine schrille Veranstaltung ist, wie das, was wir hier gerade machen, wenn du sagst, ich will das, dann wollen wir für dich beten. Ja. Und bete einfach uns nach. Wir beten das vor für dich. Ein Übergabegebet und dann bete es einfach mit ganzem Herzen nach. Und wenn du sagst, du willst es einfach neu tun, weil du merkst, dass du kalt geworden bist oder weil du einfach den Eindruck hast, du solltest es tun, fühl dich komplett frei. Fühl dich komplett frei. Fühl dich frei, eine Wiederhingabe an den Herrn zu geben. Yes. Amen. 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 Mhm. Fängst du an? Fang du an. Okay. Also bete einfach nach, ja? Herr Jesus, ich habe gehört, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich will das annehmen. Und verstehen und akzeptieren, dass du mein Retter bist. Ich akzeptiere, dass ich nicht gerecht sein kann vor Gott. Sondern dass ich dich als meinen Erlöser und Erretter brauche. Und das nehme ich an. Heute nehme ich dich als meinen Herrn an. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünde. Ich verstehe, dass durch deinen Kreuzestod. Alle meine Schuld getilgt ist. Pulverisiert ist. Weg ist. Es gibt nichts mehr, was mich von Gott trennt. Weil du für mich den Preis bezahlt hast. Und so lade ich dich ein. Komm in mein Leben. Übernimm du die Herrschaft. Durchdringe mich mit deinem Heiligen Geist. Treib jede Macht von Krankheit oder von dämonischen Einflüssen aus mir. Treibe jeden Einfluss von Krankheit und dämonischen Einflüssen aus mir heraus. Treib alles aus mir heraus, was nicht deinem Willen und deinen Absichten entspricht. Treib alles
aus mir heraus, was nicht deinem Willen und deinen Absichten für mich entspricht. Denn ich gebe dir mein gesamtes Lebenshaus. Denn ich gebe dir mein gesamtes Lebenshaus. Ich halte nichts zurück. Ich halte nichts zurück. Sei du der Herr über alles. Sei du der Herr über alles. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Sei mein Herr und Retter. Sei mein Herr und Retter. Ich nehme an, dass dein Blut für mich vergossen wurde. Ich nehme an, dass dein Blut für mich vergossen wurde. Und jetzt bete einfach mit deinen eigenen Worten weiter. Bete weiter, wie es dir ins Herz kommt. Wir beten dafür, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Wir beten damit, dass der Herr dich führt, dass er dich leitet, dass du durchdrungen wirst mit dem, was er für dich hat. Wir beten dafür, dass du dieses ewige Leben wirklich hast und ergreifst. Ja. Und wenn du das wieder getan hast, obwohl du das vielleicht vor Jahren schon mal gemacht hast, wenn du wieder einfach den Eindruck hast, ich muss das neu machen, eine neue Hingabe, dann beten wir für dich, dass das, was der Feind geraubt hat, nicht mehr geraubt werden kann. Dass das, was dazwischen gekommen ist, nicht mehr weggenommen worden, dazwischen kommen kann. Dass da Heilung ist, dass da Wiederherstellung ist, dass da Segen ist. Wir sprechen aus, dass der Herr wirklich in deinem Leben auf einem völlig anderen Level weitergeht. Yes. Ja, wir hatten neulich mit zwei Frauen zu tun, die beide befreit worden sind. Die waren einfach unter dämonischen Attacken. Die waren Christen, die waren wirklich mit dem Herrn gut unterwegs und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Ja, und sie brauchten Befreiung und sie brauchten diese Berührung Gottes. Und danach hat sich ihr Leben komplett verändert, ihre Familie komplett verändert, die ganze Situation, auf einmal war alles anders, weil diese Macht des Feindes gebrochen ist im Leben. Amen. Und so beten wir, dass in jedem Einzelnen, der hier zuschaut, die dämonischen Kräfte gebunden sind, die Einflüsterungen des Feindes gebunden sind, die Machenschaften des Feindes gebunden sind, die Propaganda des Feindes gebunden ist und dass der schleimige, ekelhafte Löwe mit seinem Getue weicht aus deinem Leben. Wir sprechen aus Heilung, Freisetzung, Segen Amen. Sei über dir im Namen des Herrn. Auch wenn du zufällig auf diesen Clip, den wir ja dann reinstellen werden, noch ins Internet, auf unserer Webseite, auf YouTube, auf allen Kanälen, die wir so zur Verfügung haben, wenn du zufällig da reinklickst und das hörst, nimm es ernst. Nimm es als ein Reden Gottes. Es ist nicht einfach nur so, um Zeit zu füllen, sondern nimm es als Reden Gottes. Und alle, die jetzt schon Kinder Gottes sind, bete, dass viele gerettet werden. Bete, dass die Arche voll wird. Amen. Bete, dass die Arche, die den Namen Jesus trägt, voll wird. Ja. Menschen werden in eine Lebenskrise kommen und wir überlassen dieses Feld, Menschen zu retten, nicht den Esoterikern, nicht den irgendwelchen Zauberern, irgendwelchen Okkultisten, irgendwelchen Gedanken, Wissenschaftskrams, sondern wir wollen Leute sein, die Menschen fischen, Menschengewinner. Wir wollen Leute sein, die in die Arche hineinrufen und die sicher ankommen werden. Ja, ich meine, Menschen retten können die sowieso nicht. Ja, du meinst, die einfach was anbieten, damit die Leute durch die Krise kommen können. Weißt du was? Es gibt ein Ding, was dich durch die Krise trägt. Und das ist die Arche, die den Namen Jesus hat. Amen. Und da musst du drauf sein. Ja. Dann ist egal, was passiert. Ja. Sie wird dich durch den Sturm der Zeit und durch die Wellen durch die Fluten und was immer kommen mag. Yes. Sie wird dich, wie man so schön sagt, an die Gestade der Ewigkeit bringen. Amen. Halleluja. Yes. Halleluja. Und du wirst diesen Bogen der Verheißung und des Segens sehen. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gemacht hast oder auch wieder gemacht hast und du einfach sagst, okay, ich brauche dann noch ein paar weitere Informationen. Wir haben eine Broschüre, die schicken wir dir gerne kostenlos zu, wenn du möchtest. Ja. Die heißt der Spaziergang. Einfach, falls du einfach sagst, okay, ich will da ein bisschen weiter was haben, kannst uns, sofern du das möchtest, anschreiben und einfach die von uns erhalten. Da stehen so die ersten Steps drin, wie es weitergeht mit dem Leben als Christ. Und ja, ist eine erste Hilfe, um da weitergehen zu können. Amen. 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 Yes. Ja. Bis nächste Woche. War das provokativ genug? Ich hoffe. Ich hoffe. Auf jeden Fall für den Feind. Für den Feind war es provokativ. Ja. Halleluja. Wir beten, dass du eine von Gott gesegnete Nacht hast und dass du eine gute Woche hast, die dich wirklich anspornt, mit allem, was wir heute gesprochen haben, im Glauben mehr vorwärts zu gehen, weil Gott mehr für dich hat. Genau.
Halleluja. In diesem Sinne. Und beim, warte mal. Und beim nächsten Mal, wenn du Abendmahl nimmst, dann denkst du daran, was für eine Power da drin ist. Amen. Nehme es nicht als religiöses Ding, sondern was für eine Power da drin ist. Halleluja. Yes, Amen. Wir freuen uns auf nächsten Freitag. Gottes Segen. Seid gesegnet. Bis nächsten Freitag. Ciao. Blessings. Ciao, ciao.